Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und verschiedene für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns in einer Instanz erspielen können, und zwar sind wir einmal in der Brackenfellhöhle. Dort können wir uns dann das Toy Fetzige Tusker Party holen und ja, das gibt's über ein kleines Achievement, und das Achievement schauen wir uns jetzt mal als erstes an, was wir dafür denn machen müssen. Der Volk schimpft sich einmal vegetarische Ernährung, und für dieses müssen wir Folgendes machen: Befreit bei einem einzigen Besuch in der Brackenfellhöhle alle Tusker, die in einem Fleischlager gefangen sind. Und ja, was ist das für ein Zeug? Und zwar sind es so Käfige. Und wenn ihr hier reingeht, habt ihr am Anfang, bevor ihr den ersten Boss killen könnt, insgesamt 7 Käfige hier in dem Bereich. Diese Käfige werden auf der Map angezeigt und ihr müsst 5 öffnen, bevor ihr den ersten Boss hier angreifen könnt. Ne? Vorher kommt ihr halt nicht. Es sind aber noch 2 weitere hier. Die sind in dem ganzen Bereich hier verstreut. Die seht ihr auf der Map. Dementsprechend werde ich sie jetzt nicht ablaufen. Also das ist tatsächlich selbsterklärend. Und wenn ihr die 7 geholt habt, dann könnt ihr den ersten Boss, oder wenn ihr 5 geholt habt, könnt ihr den ersten Boss töten. Und wenn ihr alle 7 geholt habt, dann habt ihr schon mal den Haken hinter einem Teil des Erfolges. Jetzt ist es aber so, dass es insgesamt 12 Käfige gibt. Und die 5, die uns jetzt fehlen, nach denen, die hier am Anfang auf der Map angezeigt werden, die will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar bin ich jetzt einmal hier schon hinten drin in der Instanz. Ich habe das jetzt ein bisschen später aufgenommen, also hier schon alles clear und wir haben den Erfolg schon gemacht. Ich zeige euch jetzt mal, wo wir hin müssen. Also als erstes müssen wir hier runter auf die Koordinaten 64, 45. Ne? Dort, also da oben haben wir den Weg, wie ihr seht. Und hier ist so eine kleine Höhle und da ist einer von den Käfigen drin. Also hier haben wir dann Nummer 8. Dann, wenn wir hier hintergehen, haben wir hier drin dann Nummer 9. Wo der jetzt genau stand, weiß ich nicht mehr. Irgendwo hier in dem Dreh rum. Also hier hinten auf den Koordinaten 55, 55 in etwa. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie runterkommen. Schauen wir mal, ob wir da drüber springen können. Nee, da muss ich außen rum laufen. Dann gibt es quasi noch einen Spot, wo wir gleich 3 Käfige haben. Und zwar ist das so eine Höhle, die sich jetzt irgendwo da unten befindet. Da laufen wir jetzt einmal hin. Also sprich, springen wir hier mal runter. Und ich habe da nämlich vorher auch schon einen Mark hingesetzt. Hier gibt es nämlich verschiedene Höhlen. Es gibt hier eine Höhle, das ist die falsche. Und zwar da haben wir dann hier hinten noch eine Höhle. Und das ist die richtige. Und der Eingang ist etwa hier bei den Koordinaten 52, 61. Da könnt ihr, wenn dann hier von der Brücke runterspringen, oder ihr lauft halt hier unten hoch. Ne? Das bleibt sicher gleich, wo ihr rumlauft. Da schauen wir mal rein. Und hier drin sind dann zack, 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 3 Käfige, und damit habt ihr alle 12 Stück zusammen. Also wie gesagt, hier hinten ist 1, hier ist 1, dann unten in der Höhle ist 1 und die 7 sind hier am Anfang in dem Bereich verstreut. Aber solange ihr den ersten Boss nicht getötet habt, seht ihr die einfach auf der Map angezeigt. So, sobald ihr dann alle 12 aufgemacht habt, gibt es das Achievement. Und mit dem Achievement gibt es dann das fetzige Tusker Party Toy auch noch mit dazu. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Toy einfach mal an. Fetziges Tusker Party Toy, einmal gelernt. Und was macht das? Warte mal, da müssen wir jetzt einmal hier reinschauen. Da haben wir das. Zeigt eure Tusker-Freunden eure beste Tanzschritte. Okay, machen wir das mal. Ah, da danzt man dann auch ab. Ups, jetzt habe ich, wollte gerade die Gestalt quasi verlassen. Da hat es leider das Tanzen abgebrochen, aber anscheinend tanzt man. Und es sind ein Haufen Tusker, die um einen rum auch noch mit tanzen. Ist leider nicht sonderlich lang da und hat eine Abklingzeit von einer halben Stunde. Ja, ganz witziges Toy. Ist hier schon ein bisschen aufwendiger, das Ganze. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Übrigens, das Ganze müsst ihr im Mythic-Modus machen, ne? Soweit ich das weiß, oder? Ne, das ist sogar gar nicht im Mythic-Modus. Die anderen Achievements sind alle im Mythic-Modus. Das scheint auch im Normal oder im HC machbar zu sein. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chiller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.